schöner Abschluss. Ja. Mhm. Finde ich. Mhm. Für den nächsten Zustand. Ja, ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Wir hatten vor langer, langer Zeit, ich glaube vor 5 Jahren, mal ein Video gemacht über das analoge und digitale Selbst oder die linke und die rechte Seite des Selbst. Ich glaube, das war eines unserer ersten Videos, die ersten 10, 15 Videos. Analoges, digitales Selbst, sehr, sehr spannend. Und eines der Zustände, die man auf dem Weg, die ganze Zeit zu erreichen, auf jeden Fall erreichen muss, um alle Matrizen verlassen zu können. Ja, also das ist wirklich ein sehr wichtiger Zustand und natürlich auch eine ganz abgedrehte Geschichte. Ja. Wenn man da näher drüber nachdenkt. In Wahrheit schon. Ja, weil die ist so abgedrehte Geschichte, wenn man die erzählt, ja, werden es die wenigsten glauben. Und man kann den Zustand auch nur beschreiben, man kann ihn wirklich schwer nachempfinden in dem Sinne, finde ich, weil es einfach völlig nicht diesem Weltbild entspricht, finde ich. Und also um es ein bisschen zu umreißen, damit man eine Vorstellung bekommt, was das überhaupt bedeutet, rechte Seite, linke Seite. Ja. Der Körper besteht aus 2 Hälften. Die rechte Körperhälfte und die linke Körperhälfte. Wir haben ein rechtes Bein, ein linkes Bein. Rechter Arm, linker Arm, rechte Gehirnhälfte, linke Gehirnhälfte, Auge, alles. Und alles, was eben nicht so wirklich doppelt existiert, hängt meistens in der Mitte. Die Zirbeldrüse zum Beispiel, da gibt es nur eine von. Ja. Ne, die hängt aber genau in der Mitte des Gehirns oder die Nase oder der Mund. Mhm. Ja, also das schon. Aber eben die meisten Teile sind wirklich in 2 Hälften geteilt beziehungsweise existieren doppelt. Und dadurch, dass es eine rechte und eine linke Seite gibt, gibt es auch, wie kann man das formulieren, sozusagen 2 Realitäten. Eine rechte Realität und eine linke Realität. Ja, wäre blöd, wenn wir nur aus einer Körperhälfte bestünden. Ja, das wäre sehr unpraktisch, glaube ich. Ne? Ja. Und die rechte Realität ist die uns bekannte Alltagsrealität. Ja. Aber es gibt noch eine linke Realität, das ist sozusagen eine Kopie der rechten Realität. Und die ist eben hier in der Matrix, die ist ja dualistisch aufgebaut. Darum gibt es auch immer rechts und links. Sogar in der Politik oder was weiß ich wo oder beim Autofahren oder sonst wo. Überall taucht das ja auf, die Dualität oder gut und böse und klein und groß und dumm und schlau und all diese Dinge. Das ist ja alles so Thema in der Matrix. Und diese beiden Realitäten sind eben, ja, aufsuchbar. Und gefühlt voneinander getrennt. Richtig. Das heißt, wir leben im Alltag eigentlich immer in der rechten Realität. Auf der rechten Seite, sagt man auch. Aber es gibt noch eine Realität, in die wir öfter hinüberwechseln, und zwar auf die linke Seite, in die linke Realität. Und diese Realität ist ganz anders aufgebaut als die rechte. Und doch gleich. Und doch gleich, richtig. Das heißt, deine Wohnung, so wie du sie kennst, ist da genauso. Du wirst die gleiche Kleidung dort tragen. Du hast die gleiche Frisur. Es ist sozusagen die Spiegelwelt. Ja, kann man auch sagen. Ja, richtig. Es ist wie eine Spiegelwelt, zu der man hinüberwechseln kann. Der Punkt dabei ist, wenn du in die linke Realität übergehst, bist du auf der rechten Realität nicht mehr da. Da bist du weg. Putsch. Für den Moment. Ja. Wenn zum Beispiel Niki und ich zusammensitzen und sagen wir mal, ich würde auf die linke Seite der Realität wechseln, würde Niki mich auf der rechten Realitätsseite in dem Moment nicht mehr sehen können. Ich wäre dann weg. Ist jetzt nicht so, dass das nicht vor 3 Tagen passiert wäre. Ja, wir müssen aber auch dazu sagen, wir sind jetzt nicht so gut, wenn einer zu uns sagt, ja, wechsel doch jetzt mal auf die linke Seite der Realität. Ich warte, ob du verschwindest. Nee, wir leider sind noch daran, das hinzubekommen. Wenn wir das richtig gut können, meine Güte, dann ist ein Meilenstein. Ja, das wäre wirklich ein Meilenstein. Das bedeutet also, es gibt eine rechte und eine linke Realität. Sehr interessant fand ich zum Beispiel das Buch von Stephen King.
das heißt der Talisman. Ja, hast du letztens erzählt. Ja. Ja. Der Talisman, der stellt das in etwa dar, wie es sich mit der linken und rechten Seite verhält. Auch wenn dort die linke Seite als eine andere Welt mit anderem Aussehen beschrieben wird. Das ist nicht der Fall, worüber wir jetzt reden. Sondern beide Realitäten sind identisch. Aber wenn du auf der linken Seite der Realität bist, hast du ein viel größeres Bewusstsein. Dein Bewusstsein ist sehr erweitert. Ich würde jetzt nicht sagen extrem erweitert, aber sehr erweitert. Und dort kannst du auch als spirituell Suchender viel, viel besser lernen als auf der rechten Seite. Weil auf der rechten Seite verhält es sich ja so, Lernen ist eigentlich nicht der richtige Begriff für das Lernen. Ja, ja. Sondern das Lernen auf der rechten Seite der Realität ist eigentlich nur Nachmachen. Alles, was du gelernt hast hier auf der rechten Seite, hast du dadurch gelernt, indem du es dir abgeguckt hast von anderen. Ne. Der hat dir gezeigt, wie es geht, du machst es nach. Das nennt man hier auf der rechten Seite, ich habe es gelernt. Ist aber eigentlich kein Lernen, ist Nachmachen. Auf der linken Seite, da hat die Verwendung des Begriffes Lernen schon eine direktere Bedeutung. Da lernst du nämlich durch eigenes Erkennen. Da ist niemand, der dir was vormachen kann, sondern du lernst durch dein eigenes Erkennen. Und da stehen dir auch viele Fähigkeiten zur Verfügung. Erzähl doch mal von dem Traum, wo wir zusammen gelernt haben, mit dem Träumen. Ja, also einmal war ich auf der linken Seite mit Niki und dort haben wir zusammen im Bett gelegen und haben gemeinsam geträumt. Wir konnten also beide in den gleichen Traum einsteigen, konnten dort Erlebnisse machen und gleichzeitig, während wir noch im Bett lagen, konnten wir eben darüber reden. Und das war ein Normalzustand, also wir haben das nicht geübt, sondern das war ein Normalzustand, dieses gemeinsame Träumen und so. Ja, da konnte man es einfach. Man konnte es. Ja, da konnte man es einfach. Ne? Da gibt es zum Beispiel einen älteren Film, ich glaube aus den 90er Jahren, glaube ich, war der. Der hieß Lola rennt. Ach ja. Ist ein deutscher Film. Ja, genau. Wer sich also dafür interessiert, kann sich ja mal den Film anschauen. Da wird das nämlich sehr gut dargestellt, mit der rechten und der linken Seite, finde ich. Ich erinnere mich nicht mehr gut genug an den Film. Also sehr zu empfehlen. Ne? Da mal reinzuschauen in den Film, um sich ein Bild machen zu können. Ne? Wie das aufgebaut ist mit der linken und rechten Seite. Und mit dem Alltag. Ja, die linke Seite kann auch perfekt dissoziieren. Ja. Und es gibt auch eine Möglichkeit, sich mit dem Linken selbst so zu verbinden, dass du den Zustand praktisch kopieren kannst. Mhm. Das habe ich mal gesehen in einem Zustand des Sehens und Wissens, wie auch immer. Ja. Jedenfalls, ja, trotzdem würden wir hier dann schon wieder Copy-Paste machen auf der rechten Seite, logischerweise. Denn wir kopieren ja den Zustand aus von der linken Seite aus des Dissoziierens, aber es ist möglich. Dann kannst du nämlich direkt in die Dissoziation wechseln, in den tiefen Zustand der Disso. Tja. Ja, das auf jeden Fall. Dort stehen dir also viel mehr Möglichkeiten offen als auf der rechten Seite. Und was wir auch natürlich spannend daran finden, ist, wenn man auf die linke Seite geht, dass man dann weg ist. Ja, man nimmt seinen Körper mit. Das ist der Punkt. Wir reden nämlich also hier nicht über einen geistigen oder mentalen Zustand, sondern um einen allumfänglichen Zustand mit Körper. Das bedeutet, du wechselst mit deinem Körper auf die linke Seite und jeder, der nur auf der rechten Seite in dem Moment ist, kann dich in dem Moment nicht mehr sehen. Dann bist du weg. Ja. Ja. Mir ist das auch ein paar Mal in meiner Vergangenheit aufgefallen, dass ich, auch bei Niki ist mir das schon aufgefallen, dass ich in einen Raum komme, wo Niki eben war und sie war nicht da. Und dann habe ich nach links und rechts geguckt, sie war nicht da und plötzlich gucke ich wieder nach rechts, war sie da. Hast du mir noch nicht erzählt? Also ich war nicht da. Ja, also da war sie nämlich kurz auf der linken Seite und ich habe sie halt in dem Augenblick für 2-3 Sekunden nicht mehr gesehen. Das kann schon mal passieren, öfter mal. Das, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr, was weiß ich, mit eurem Freund im Supermarkt seid und ihr lauft da rum und euer Freund sagt dann mal, ja, ich gehe mal da hinten gucken bei den Regalen. Ich komme gleich wieder. Dann geht er da rüber zu den Regalen und du guckst da, suchst dir was aus dem Supermarkt und dann denkst du, wo bleibt denn der?
Gehst gucken? Gehst gucken, du suchst den ganzen Supermarkt ab. Ja. Jeden Gang, alles. Nicht da? Und dann gehst du zurück und ist er dann plötzlich. Ja. Ja, ja. Und dann gehst du wieder zurück und das kann doch nicht sein. Und plötzlich, zack, steht er da. Hm. Wenn du den natürlich darauf ansprechen würdest und würdest sagen, wo warst du? Ich habe dich gerade gesucht. Ja, ich war da vorne im Regal und da in einem Regal. Dann denkst du, Und dann fängt der Verstand an. Der sagt, ja, das war so, weil du da lang gegangen bist, hast durch die Gänge geschaut, hat dein Freund eben gerade in dem Moment vielleicht den Gang gewechselt oder so. So erklärt er das der Verstand. Nee, nee. Solche Wechsel auf die linke Seite treten häufiger auf, auch am Tage. Aber das Rechte selbst kriegt das nicht mit. Es erinnert sich auch leider nicht. Nee. Aber das ist der Trick, den man irgendwann lernen muss, beide Seiten zu verbinden und sich zu erinnern. Ja, und dann hat man auch einen bewussten Zugriff darauf, jederzeit auf die linke Seite wechseln zu können. Und eben das, was man dort gelernt hat, auch wirklich zu integrieren. Ja, richtig. Das ist halt, aber ich finde, die linke Seite wirkt um ein Vielfaches mystischer und magischer. Ja, und der Clou an der ganzen Sache ist, wenn man dann wirklich irgendwann Zugang zur linken Seite bekommt, verhält es sich nicht so, dass dann da deine spirituelle Entwicklung an Geschwindigkeit aufnimmt. Nee, es verhält sich klar auch so, dass deine Geschwindigkeit klar, ja, zunimmt, aber du warst ja schon tausende Male auf der linken, ja, Seite. Das heißt, du hast dort schon alles gelernt. Beispielsweise war ich mal in einem Zustand, da war es so, dass ich irgendwie, auch irgendwas plötzlich konnte, eine geistige Fähigkeit, die ich hatte und in dem Moment dachte, ja Mai, das habe ich doch schon vor 20 Jahren gelernt. Ja. Die ganz klare Erinnerung, wie ich das vor 20 Jahren gelernt hatte, aber nicht auf der rechten Seite. Ja, also konnte ich die Erinnerung nicht zuordnen. Ich konnte jetzt nicht sagen, das war der Moment, da habe ich das gelernt und so. Null. Ich hatte nur das ganz klare Gefühl, das hast du vor 20 Jahren schon gelernt. Mhm. Ja, auf der linken Seite. Und das ist auch das Problem. Man kann sich zum Beispiel an Sequenzen aus seiner Vergangenheit erinnern, wo dir jeder sagen wird, nee, das hast du nie erlebt. Ja, genau, so ist das. Ja, klar, auf der rechten Seite hast du es auch nicht erlebt, sondern das war auf der linken Seite. Ja, sehr spannend alles. Ja, also das ist natürlich ein ganz spannendes Thema wieder mal, ne, muss ich sagen. Und eine sehr attraktive Geschichte auch. Sehr attraktiv, ja. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Teil. Bis zum nächsten Teil. Ciao. Alles Liebe.